Der Euro stürzt weiter ab, die Energiepreise steigen weiter, Gas alleine heute 5%, der Euro nähert sich jetzt schon der 0,99er Marke, also das Spiel geht weiter, internationale Investoren ziehen ihr Kapital aus dem Euroland ab, aus der Eurozone ab, weil sie sich sagen, naja, Deutschland ist stark getroffen durch diese Energiekrise, die praktisch ja zeigt, wie verwundbar Europa insgesamt ist. Insofern verstärken sich derzeit die Effekte. Jetzt gibt es aber die These, und das ist mir sehr wichtig, das mal klarzustellen, dass wenn wir eine Rezession bekommen, dann das Problem mit der Inflation sich schon irgendwie von selbst erledigt. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht, wie Jörg Krämer gezeigt hat. Wir sollten da unbedingt auf die 1970er Jahre zurückblicken, als wir zuletzt eine ähnlich hohe Inflation hatten. Es gibt Studien, die zeigen, würde man die Inflation berechnen nach heutigen Maßstäben, dann hätten wir heute sogar eine höhere Inflation als in den 1970er Jahren. Aber sei es drum, jedenfalls haben wir in den 1970er Jahren ja einen Ölpreisschock gesehen. Jetzt könnten wir insgesamt von einem Gaspreisschock oder einem Energiepreisschock, Strompreisschock sprechen, wie auch immer. Aber das Problem ist ja ähnlich. Wir haben einen Rohstoff, der sehr wichtig ist als Produktionsfaktor. Der ist extrem explodiert in seinen Kosten. Was bedeutet das? Das heißt, so wie Jörg Krämer richtigerweise zeigt, ist es eben so, dass in den 70er Jahren die Notenbanken falsch reagiert haben. Die haben nämlich registriert, wow, aufgrund der hohen Preise geht die Nachfrage zurück. Also hat man sogar versucht, die Nachfrage wieder durch eine laxe Geldpolitik zu stimulieren. Aber das ist genau das Falsche. Denn was passiert, und das sehen wir derzeit auch schon in Deutschland, der Gasverbrauch sinkt. Gerade Firmen verbrauchen weniger Gas, versuchen auf andere Energieträger umzustellen oder fahren schlichtweg die Produktion runter. Viele energieintensive Branchen haben ihre Produktion etwa um 30% nach unten gefahren. Das bedeutet wiederum, dass dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das ja eigentlich immer der Grund für Inflation ist, wenn vor allem viel Geld im Spiel ist, viel Geld im Umlauf gesetzt wurde, etwa durch die Notenbanken, dann kommt dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zum Tragen, wenn eben zu wenig Angebot besteht. Das hatten wir im Zuge der Corona-Krise und eben des Ukraine-Kriegs. Jetzt haben wir diese Energiekrise und die wird dazu führen, dass wir wieder weniger Angebot bekommen, weil die Firmen eben weniger produzieren, weil sie die Produktion runterfahren aufgrund der extrem gestiegenen Energiepreise. Und das wird bedeuten, dass selbst wenn wir eine Rezession bekommen, die Inflation nicht automatisch vorbeigeht, weil eben dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bleibt. Und das ahnen die einen oder anderen, dass vor allem eben diese Energiesituation Europa maßgeblich schwächt. Deswegen verkaufen sie den Euro. Der ist jetzt unter die Tiefs aus dem Juli gefallen. Wir sehen, der Dollarindex jetzt auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2002. Warum? Nicht nur die Euroabwertung. Der Euro hat ja 54% in diesem Waren, also in diesem Währungskorb, ist also sehr stark gewichtet, aber auch der Yuan wertet derzeit deutlich ab. Die Chinesen dürften bald wieder nochmal die Zinsen senken. Ist es jetzt günstig? Ist der Euro günstig mit der Parität? Nicht wirklich. Wenn das Geschäftsmodell der Eurozone nicht mehr funktioniert, weil eben vor allem Deutschland nicht mehr funktioniert, die auf dieses billige, auf diese billigen Energieträger, vor allem auf Russland, angewiesen waren, dann sehen wir, dass die Handelsbilanz immer schwächer wird. Und einer der Gründe, warum der Dollar lange relativ schwach war, war auch die Handelsbilanz, die in den USA ja seit 5327 Jahren negativ ist. Jetzt kommen wir in eine Phase, wo wir plötzlich auch eine negative Handelsbilanz haben, neben all den politischen Unsicherheiten der Fragmentierung der Eurozone, der seltsamen Politik der EZB, die eben weiter praktisch Benzin ins Feuer der Inflation schüttet, indem sie entweder auslaufende Anleihen wieder neu reinvestiert oder eben jetzt dieses TPI-Programm auflegt, indem sie dann italienische, griechische, spanische, portugiesische Anleihen kauft und dafür deutsche Anleihen verkauft. Jedenfalls sehen wir die Folge hier.
Die Bedeutung Deutschlands Kapitalmarkt in der Welt nimmt immer weiter ab. Wir sind jetzt bei 1,86% der deutschen Aktien an der Gesamtweltmarktkapitalisierung. Also es wird immer weniger. Es ist letztendlich ein sichtbarer Chart des Niedergangs, könnte man sagen. Wir sind wirklich die Achillesferse des Westens. Wenn wir mal die Amerikaner mit reinnehmen, die Australier mit reinnehmen, Japan mit reinnehmen würden, Südkorea, eben die Länder, die letztendlich alle die Sanktionen gegen Russland unterstützen, da sehen wir genau eigentlich, was Sache ist, wer unterstützt diese Sanktionen und wer tut das nicht. So oder so, diese Zeit der Inflation wird nicht schnell vorbeigehen. Wir werden also weiterhin wahrscheinlich ein Mismatch zwischen Angebot und Nachfrage haben. Die Rallye an den Aktienmärkten, die ja in den letzten Wochen geradezu grassierte, basierte ja auf der Annahme Peak Inflation, dann geht die Inflation ganz schnell runter, muss die Fed die Zinsen nicht anheben, nicht weiter anheben, fällt die Wirtschaft nicht in eine Rezession. Die stimmt sehr wahrscheinlich nicht und das haben jetzt die Investoren so ein bisschen begriffen. Wir sind beim S&P 500 mal schlanke 200 Pünktchen unter dem Hoch, das wir da erreicht hatten, 4.327 Punkte. Ich weiß es noch genau, denn da verlief der 200-Tages-Durchschnitt. Jedenfalls sagen große Bond-Investoren wie PIMCO oder Capital Group, die Zeit, dass wir eine Inflation unter 2% sehen, die dürfte wohl vorbei sein. Heute sehen wir die Einkaufsmanager-Indizes, da bin ich mal sehr gespannt. Wenn Sie das Video sehen, sind die wahrscheinlich schon die Daten raus. 48,2 und 49,0 verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistung aus Deutschland. Da bin ich mal gespannt, wie die jetzt ausfallen. Insgesamt sehen wir ja diese massiv gestiegenen Gas- und Strompreise mit neuen Allzeithochs gestern. Gaspreis auf Schlusskurs, neues Allzeithoch. Jetzt mal hier diese Gasumlage. Da dürften also 34 Milliarden Euro durch deutsche Bürger vor allem zwei Unternehmen zufließen, nämlich einerseits Uniper und auf der anderen Seite die ehemalige Gazprom Germania, die ja jetzt übernommen wurde, SEFE. So heißt sie, fast wie gesagt 90% werden da reinfließen, aber es sind insgesamt 11 Firmen, die da profitieren und da sind auch viele dabei, etwa die sehr profitabel sind. Man muss nur Gas direkt nach Deutschland liefern, um sich dafür zu qualifizieren. Man muss von diesen Lieferausfällen aus Russland unmittelbar betroffen sein und muss all diese Verträge schon vor dem 1. Mai diesen Jahres gehabt haben. Das haben 11 Unternehmen, aber es ist eben so, dass da Geld jenen Unternehmen zufließt, die es eigentlich nicht wirklich bräuchten, wenngleich die absolute Mehrzahl eben diesen schwierigen Kandidaten zufließen wird. Jetzt hat Saudi-Arabien gesagt, boah, Gaspreise steigen, Strompreise steigen, nur der Ölpreis steigt nicht, da wollen wir jetzt auch dabei sein. Also hat sich der saudische Prinz hingestellt und gesagt, ja, das würde ja überhaupt nicht die Fundamentaldaten reflektieren, was da am Ölmarkt passiert. Bums, der Ölpreis gestiegen, also kommt jetzt auch Druck von dieser Seite. Es wird immer lustiger. Nicht lustig war es gestern an der Wall Street. Wir sehen hier vor allem die Dickfische auch unter Druck. Eine Apple mal gefallen, 2,3%. Eine Aktie, die maßgeblich etwa die Rallye mitgetragen hat. Aber die Dickfische insgesamt, Microsoft, wie sie alle heißen, Dow Jones gestern 600 Punkte runter. Schlechtester Handelstag für die US-Indizes seit Juni. Und da ist also durchaus was passiert. Wir sehen, dass der S&P 500 auf Tagesbasis auf seinem Trendkanal rausgefallen ist und zwar ziemlich dicke. Wir sehen, dass die VIX aus dieser bullischen fallenden Wedge rausgestiegen ist und zwar mit einem Anstieg von 16%. Das muss man sich mal vorstellen. In der Regel gibt es dann am nächsten Tag mal so eine kleine Gegenbewegung wieder. Damit wäre auch heute zu rechnen vielleicht. Sehen wir aber nochmal so, gehen wir nochmal in Richtung dieses Verlaufshochs. Das wäre das bullische Szenario, das in diesem Chart ausgezeichnet ist, S&P 500 auf Stundenbasis, da sehen wir der RSI schon sehr weit unten, schon unter der 30er Marke. Also wir sind im kurzen Zeitfenster überverkauft. Übergeordnet bekommen wir Verkaufssignale in den Charts, in den Indikatoren, aber wir sind im kurzen Zeitfenster überverkauft. Wir haben genau den 200-Tages-Durchschnitt angelaufen, sind daran gescheitert. Das Problem ist jetzt, dass diese Rallye viele reingesogen hat. Die hat die Hedgefonds rausgeschmissen, die waren weitgehend short. Aber Privatinvestoren und vor allem CTAs, diese amerikanischen Vermögensverwalter, die sind immer dicker eingestiegen, als die Märkte nach oben gingen. Jetzt kommen die vielleicht in Trouble, wenn die Märkte weiter unten nach unten gehen. Wir sehen jetzt, dass wir von einem positiven Gamma beim SPX, also beim S&P 500, von 300 Millionen jetzt in ein negatives Gamma kommen, 329 Millionen. Bedeutet der Market Maker, der praktisch ja gegen die Kunden wettet. Die meisten Kunden waren in der Rally Long. Also
muss er, wenn die Kunden Gewinne machen, sich absichern, indem er selber long geht, indem er etwa den S&P 500 Future kauft. Jetzt sehen wir, dass die Märkte aber deutlich fallen. Jetzt muss er gucken, dass er eben auf der anderen Seite sich auch absichert. Genau das passiert und so könnte sich diese Bewegung dann trendmäßig weiter verstärken nach unten, wie sie sich eben auch nach oben verstärkt hatte bei dieser Rallye. Wir sehen, dass die Rate Hike Expectations gestiegen sind nach hawkischen Aussagen der Fed-Mitglieder. Ich hatte immer gesagt, die Fed kann und wird sich das nicht gefallen lassen. So kam es denn auch. Michael Hartnett von der Bank of America hat gesagt, 4.328, ab da shorten wir. Bums, es war genau das, was funktioniert hat. Seitdem sind die am meisten geschorteten Aktien wieder unter Druck, die vorher massiv gestiegen waren. Und wenn wir uns den Nasdaq mal anschauen, dann sehen wir ein Riesengap zwischen den Rate Hike Expectations und dem Nasdaq. Wir sehen ja, dass die Renditen steigen eben in Kombination mit diesen Rate Hike Expectations. Also der Nasdaq hat sich ein Stück weit entkoppelt und muss da vielleicht ein bisschen wieder in Richtung Rate Hike Expectations diese Lücke schließen. Wir sehen hier einige Sektoren. Wir sehen, dass wir übergeordnet nicht überverkauft sind. Wir sind in vielen Bereichen sogar noch überkauft, auch wenn jetzt seit Donnerstag da sich einiges gedreht hat. Wir sehen, dass Technologie jetzt nicht mehr wirklich überkauft ist. Wir sehen, dass Finanzwerte noch relativ stark überkauft sind. So richtig überverkauft ist eigentlich kein einziger Sektor. Also von der Seite kann man nicht sagen, naja, ist doch jetzt unbedingt der Drehpunkt. Aber wie gesagt, im kurzen Zeitfenster deutet manches darauf hin, dass wir jetzt nach unten erst einmal fertig haben. Im längeren haben wir Verkaufssignale bekommen, die ernst zu nehmen sind aus meiner Sicht. Hedgefonds, die werden jetzt wieder extrem hawkisch. Gehen davon aus, dass Powell dann in Jackson Hole also nicht mehr dovish ist, sondern extrem hawkisch. Da werde ich langsam vorsichtig, wenn die jetzt so ein bisschen wieder in diese Kerbe hauen. Die hatten auch ein ganz schlechtes Timing bei dieser Rallye, aber wir sehen jetzt konjunkturell doch einiges in den USA fort. 3000 Arbeitnehmer, die entlassen werden und die Hälfte der US-Unternehmen plant, in Zukunft Stellen abzubauen. So eine Umfrage von vor 3 Tagen. Also da kommt einiges auch auf die US-Wirtschaft zu. In China ist das ohnehin längst der Fall. Chinesische Banken versuchen jetzt, weil die Regierung ihnen sagt, weil die Notenbank ihnen sagt, haltet die Kreditvergabe hoch, versuchen sie ihre eigenen Kreditbücher irgendwie aufzublasen, zu manipulieren, zu faken, damit sie dann die Vorgaben der Regierung erfüllen. Das zum Thema Effizienz in China, in einer autoritären Herrschaftsform oder Diktatur, da ist nichts effizient, da passieren eben solche Sachen, die völlig schwachsinnig sind. Jetzt dürfte bald die nächste Zinssenkung kommen, wie die Security Times berichtet, der Yuan fällt weiter. Und wir sehen, dass eben auch China riesige Probleme mit Dürre, mit Wassermangel, mit Stromproduktion hat. Das ist ein Riesenthema. Aber wir haben riesige Themen, vor allem mit dem Euro. Das kann noch richtig lustig werden. Der Schweizer Franken im Vergleich zum Euro richtig stark. Das weckt Erinnerung an 2015. Da musste dann die Schweizer Notenbank letztendlich dem Druck nachgeben und hat den Franken freigegeben. Jetzt passiert das, was sie eigentlich nicht will. Der Franken wertet zum Euro deutlich auf. Das liegt aber an der Schwäche des Euro vor allem. Und der DAX hat gedreht. 2. Empfehlung als Artikel. Kommt jetzt der nächste Kurseinbruch? Also 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich empfehle mich jetzt. Sag Servus und Ciao.